Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute sind die März-Favoriten wieder dran und ich freue mich schon, weil ich liebe einfach diese Rubrik. Favoriten finde ich immer super und ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Legen wir sofort los im Monat März. Ja, da lag ja noch relativ viel Schnee und ja, man musste sich irgendwie noch bei Laune halten. Ich weiß nicht, wie es euch ging oder geht, aber für mich war es im März echt so ein bisschen hart mit dem vielen Schnee. Es ist total schön, ich liebe ja auch Schnee, aber ich finde, so ein ganz langer Winter ist schon was für echte Winterfans und ja, das war schon wirklich hart. Aber gut, man musste da durch und man konnte natürlich nicht anders. Und deswegen habe ich mir so ein paar Produkte gekauft und rausgesucht, die natürlich auch mich bei Laune gehalten haben. Als allererstes möchte ich dir zeigen, und zwar ist es ein ganz toller Reinigungsschaum, den ich schon wirklich sehr, sehr lange verwende. Bestimmt schon seit 2 Jahren, immer im Wechsel mal mit einem anderen Produkt. Das ist ein Naturkosmetikprodukt und ist von der Firma Logona, die wirklich auch sehr gute Naturkosmetik herstellen. Und das ist ein Bio-Minz-Zaubernuss-Reinigungsschaum. Der ist so leicht, ich glaube, der ist für Mischhaut, der ist so leicht auch gegen unreine Hautpartien, weil manchmal habe ich das, kennt ihr das, wenn ihr eigentlich so trockene Haut eher habt, auf der Stirn, an den Wangenknochen und so, aber manchmal hier in den Nasenfältchen oder auch manchmal hier an der T-Zone habt ihr manchmal so kleine Unreinheiten. Und dieser Reinigungsschaum ist wirklich super klasse. Er reinigt wirklich, ohne dass das Gesicht spannt. Und er kriegt auch ganz gut Make-up-Reste runter. Und wenn ich mein Gesicht damit einschäume, na klar sollte man die Augen zumachen wegen der Minze. Es hat schon so einen leichten kühlenden Effekt. Deswegen ist es an den Augen oder in den Augen nicht besonders toll. Aber ich finde es wirklich ganz, ganz super. Und meine Haut fühlt sich danach ganz weich an, sehr, sehr gereinigt. Und der Geruch ist auch toll, es riecht so ein bisschen nach Minze und so ein bisschen frisch. Der ist super ergiebig, ich finde es ganz, ganz toll. Der hat so ein bisschen Pumpspender, man kann das wirklich ganz toll dosieren. Und ich mag wirklich diesen Reinigungsschaum sehr, sehr gerne. Hier steht drauf, unreine Haut und Mischhaut. Ich habe jetzt keine besonders unreine Haut, aber ich möchte, dass das Hautbild klar bleibt und auch eher eine erfrischende Reinigung haben, die keinen Film auf der Haut hinterlässt. Und ich finde das Produkt wirklich toll. Ich wollte es euch einfach mal zeigen, weil ich finde, diese Logona Naturkosmetik Marke ist wirklich total super und ich liebe wirklich diesen Reinigungsschaum. Ich weiß nicht, was der genau kostet. Ich glaube, der kostet ungefähr 7 Euro. Aber damit kommt man echt ganz lange aus. Ich benutze den immer nur abends. Morgens benutze ich irgendwie nur Wasser. Und ich finde den wirklich super gut. Andere Produkte von Logona habe ich auch schon probiert und war sehr zufrieden. Und ja, wem 7 Euro aber zu teuer ist, von Alverde gibt es ein ähnliches Produkt, auch für Mischhaut. Das ist auch so mit so einer blauen Schrift, auch mit so einem Pumpspender. Der ist auch sehr gut, obwohl ich den besser finde, weil der gerade noch fürs Frühjahr und auch für den Sommer halt so eine Minznote hat. Und ich mag das, wenn die Haut so ein bisschen beim Reinigen gekühlt wird. Also mein absoluter Favorit, was Reinigung der Haut angeht, im März war ja Logona, aber wie gesagt, ich benutze das schon länger, das Produkt. Aber jetzt muss es einfach mal in die März-Favoriten rein, weil klasse Naturkosmetikmarke. Probiert's mal aus. Ja, als, wohin damit? Hierhin damit. Als zweites war ich wieder ein bisschen einkaufen, was ja oft nicht fehlen darf. Und ich habe mir ein paar Armbänder gekauft, weil ich dachte, der Frühling und der Sommer kommt bestimmt. Und man hat ja immer recht. Genau, das ist ein ganz, ganz tolles Armband, was ich mir gekauft habe. Und zwar ist es ein mintfarbenes Armband, was ich so ein paar Mal umgewickelt habe. Ich hoffe, man kann das sehen. Ich mache das gleich auch mal ab. Und das bindet man so ein paar Mal ums Handgelenk herum. Ich hoffe, ich kriege es jetzt auch alleine ab. Ja. Und zwar ist das so ein längliches Armband und mit so einem kleinen Verschluss und mit so verschiedenen Sachen dran. Die Kamera kann das nicht so schnell, glaube ich, so fassen. Und hier sind so ganz kleine, schöne Anhänger. Und dann geht das so weiter, ist mintfarben, hat hier so einen Knoten und ist wirklich dafür gemacht, es so ein paar Mal ums Handgelenk zu legen. Wenn man dann schnelle Finger hat, schafft man das dann auch. Also wirklich sehr, sehr schön. Ich fand das ein ganz tolles Armband und ich mag momentan sowieso sehr gerne die Farbe Grün. Und ja, fand ich ganz, ganz schön.
wirklich ein tolles Armband. Ich musste das unbedingt haben und man kann es auch als Kette benutzen, aber ich finde ich irgendwie nicht so gut. Aber als Armband fand ich das ganz toll. Jetzt muss ich mal gucken, wie die Marke heißt, weil ich vertue mich da irgendwie immer. Die heißt Exol und ich habe mir auch noch zwei andere kleine Armbänder gekauft. Also schon so ein bisschen in Sommerlaune, Sommerfarben. Ist wirklich auch ganz schön türkis mit ganz, ganz verschiedenen Farbanhängern. Das hier ist eher so orange, wie ihr sehen könnt, auch mit Türkis. Und ich kann mir das zur Jeans total vorstellen. Und ich finde momentan Accessoires zu kaufen sowieso super, weil fast im 9. Monat schwanger, was soll man da an Klamotten kaufen? Außer noch die 4. Leggings. Halstücher sind auch immer gut, aber deswegen glaube ich, stehe ich momentan sehr auf Accessoires. Schuhe würden auch noch gehen und Taschen, aber ihr wisst schon. Ich finde so ein paar Accessoires auch total schön. Gerade wenn man so ein weißes T-Shirt anhat oder eine weiße Bluse und irgendwie nur eine Jeans und ganz einfach gekleidet ist, kann man halt mit solch tollen Accessoires wirklich das Outfit super aufpeppen. Und diese Armbänder habe ich gekauft hier in einer kleinen, in einem kleinen Geschäft. Das heißt Liebreiz, das ist hier am Stadtrand von Hamburg. Ja, da gibt es auch schöne Läden. Und ja, ich habe euch da aber im Internet mal was rausgesucht, wo ihr die auch bekommen könnt. Diese Exol Armbänder. Ich habe jetzt für ein Armband, also für ein so ein Armband hier 14,95 bezahlt. Das ist jetzt nicht so ganz hinterhergeschmissen. Aber sie sind wirklich sehr schön verarbeitet. Und ich muss sagen, es hingen zwischendurch auch schon mal ein paar Kinder dran. Und ich dachte so, oh Gott, lass es bitte los, meine neuen Armbänder. Und es hat gehalten. Also ist schon nicht schlecht, ist gute Qualität und diese fand ich total niedlich. Gibt es in allen Farben, in Gelb, in Grün, in Blau, in Weiß, in Schwarz, in Grau, in Rosa, in Bunt. Also wirklich, gibt es in allen Farben. Und dies fand ich auch wirklich sehr, sehr schön zum Wickeln und ein tolles Mint-Armband. Ja, mache ich später wieder um, weil das dauert immer ein bisschen, weil ich diesen Verschluss nicht so gewöhnt bin. Aber fand ich sehr, sehr toll, diese tollen Armbänder. Verlinke ich dir alles in der Infobox. Da kannst du es nochmal nachlesen. Und ja, weiter geht's im Programm. Als drittes habe ich hier ein Nahrungsmittel, weil Essen ist immer gut. Und zwar von Provamel gibt es ein neues Produkt. Das heißt Breakfast-Frühstück und ist so eine Art Joghurt. Also es ist viel dickflüssiger wie Milch, aber dünnflüssiger wie Joghurt. Und man kann das ganz toll aufs Frühstück drauf machen. Ich habe damit vor kurzem auch mal ein Dessert auf Mutterlandrand gemacht. Und das kann man wirklich ganz toll dosieren. Das gibt es in den Geschmacksrichtungen Natur. Das ist dann wie so ein Naturjoghurt. Und in der Geschmacksrichtung Vanille. Das Ganze ist ja, ein Bioprodukt von Provamel, ist 100% vegan und milchfrei. Was für mich ein Segen ist, weil ich ja überhaupt so ganz wenig Milchprodukte nur vertrage. 100% pflanzlich. Und ich dachte so, naja, ein neues Produkt ist ja immer schön. Wie schmeckt aber es denn? Und ich muss sagen, es ist so lecker. Also auch mit Haferflocken, als Müsli, als Dessert. Ich habe damit Eis schon gemacht. Also ganz viele tolle Sachen. Und ich liebe es. Wirklich, ich liebe es. Und es ist wirklich so lecker. Und da hat sich jemand echt Gedanken gemacht. Und ich bin wirklich sehr froh, dass es das gibt. Danke, Provamel. Weil gerade für Allergiker oder auch für Veganer ist das total super, was Milchfreies zu bekommen. Und ja, milchfreien Joghurt gab es vorher schon länger. Es gibt ja Sojade oder auch von Provamel so einen anderen Naturjoghurt in Anführungsstrichen. Aber ich fand die immer von der Konsistenz jetzt okay, aber jetzt nicht so lecker. Und das ist wirklich ein Produkt, was wirklich wahrscheinlich nie wieder in meinem Kühlschrank fehlt, weil es so köstlich ist. Also wenn man mal eine milchfreie Joghurt-Alternative möchte oder man weiß, da kommt jemand zu Besuch, der darf keine Milch, dann ist das ein ganz tolles Produkt, aber auch für jeden anderen. Es lohnt sich, das wirklich zu probieren. Provamel ist ja auch eine ganz tolle Bio-Marke und schmeckt einfach lecker. Und ich bin so dankbar, dass es immer mehr milchfreie Produkte gibt, weil, ja, macht mir das Leben persönlich leichter. So, weiter geht's im Programm. Jetzt muss ich mich immer durchwühlen, wahrscheinlich fällt ja alles runter. Also, wenn es laut wird, nicht wundern. Ach nee, alles gut. Und zwar als nächstes habe ich eine Jacke gekauft, eine Lederjacke von der Firma Mango und ich liebe diese Jacke. Es ist eine Möchtegern-Lederjacke, also eine Kunstlederjacke im Biker-Stil und ja, ich hänge die einfach mal hier hin, falls das klappt. Nein,
hier hin, genau. Eine Jacke im Biker-Stil und ich fand die wirklich sehr, sehr schön. Und erst habe ich so gedacht, so, ja, sieht die gut aus, war mir nicht ganz so sicher. Aber wenn man mit einem Babybauch Lederjacken anprobiert, die auch kürzer sitzen, sieht es immer ein bisschen komisch aus. Aber ich habe gedacht, so cool, das ist doch eine wirklich schöne Jacke. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, hier oben ist die so ein bisschen verstärkt. Und an den Armen ist sie auch so ein bisschen verstärkt. Und die ist ganz weich. Und ich war mir erst ein bisschen unsicher, auch mit dem Kragen, weil so ein runder Kragen ist. Und also war ich mir erst ein bisschen unsicher, ob ich die holen sollte. Und hinten ist die auch wirklich sehr, sehr basic und sehr, sehr schön. Und kann man wahrscheinlich jetzt nicht so gut sehen. Aber egal. Ja, war ich erst mir sehr unsicher, ob ich mir die holen sollte, weil sie halt auf, so auf der Hüfte sitzt und auch oben ein bisschen verstärkt sitzt, war ich mir nicht so ganz sicher. Aber ich bin so um sie rumgeschlichen, hatte sie tausendmal an und habe sie auch in der Größe M jetzt genommen. Bin total glücklich mit dieser Jacke, 59,90 hat die gekostet, fand ich jetzt auch noch für eine Lederjacke ganz gut. Ich meine, es ist kein echtes Leder, deswegen auch der Preis. Aber ich trage auch lieber Imitatjacken wie Lederjacken irgendwie. Ich finde, die sind leichter und ein bisschen ja, komfortabler zu tragen, sind nicht so schwer und fand es genau das Richtige auch momentan für mein Budget. Und Mango hat wirklich ganz, ganz schöne Lederjacken, haben auch echt Lederjacken, wer das lieber mag. Und ich fand die sehr, sehr toll. Und ich hatte jetzt vor kurzem ein paar Gelegenheiten, die zu tragen, weil auch in Hamburg waren schon mal über 8 Grad. Und da hatte ich sie an mit so einem tollen Schal und ich hatte so ein Cardigan darunter und eine Jeans an und mit meinem Babybauch. Ich habe mich total wohl gefühlt mit dieser Jacke und ich freue mich schon, wenn das Thermometer dann wirklich über 10 Grad geht. Dann kann ich die auch gut anziehen, weil zumachen kann ich sie halt nicht mehr. Und ja, Mango hat momentan wirklich auch sehr, sehr schöne Sachen, sehr, sehr tolle Accessoires und auch tolle Kleider, wie ich finde, und tolle Hosen. Mein Gott, also die haben so schöne auch 7/8 Hosen und so tolle Jeans. Ich würde mir so gerne welche kaufen, auch für einen tollen Preis. Die kosten alle irgendwie 29, 39,90. Sehen schön aus, fühlen sich alle gut an, aber ich glaube, eine Hose kann ich mir jetzt echt sparen. Also aber wenn ihr, ja, wenn ihr eine normale Figur momentan habt und nicht schwanger seid, geht mal zu Mango rein. Ganz, ganz tolle Hosen, ganz bunte Farben, tolle Kleider und wirklich sehr, sehr schön. Also Mango finde ich momentan echt gut. Aber wie so viele Läden, es haben ganz viele Läden tolle Sachen, aber... Ja, das hat mir sehr gut gefallen, diese Jacke, und ich freue mich schon, wenn es draußen jetzt wirklich sehr, sehr warm wird und ich die auch dann tragen kann. Aber wahrscheinlich wird es gleich so warm werden, dass ich die nicht mehr tragen kann, bei meinem Glück. Ein Favorit, den ich jetzt nicht so einfach hochhalten kann, und zwar ist eine Fernsehsendung auf dem Frauensender Six, den ich sehr, sehr gerne gucke, weil ich bin ja auch ein totaler Gossip Girl Fan, muss ich zugeben. Ich finde Serien eigentlich nicht so spannend und auch nicht so toll. Aber ich bin ein Gossip Girl Fan und deswegen gucke ich öfter mal Six. Und ja, da gibt es eine neue Sendung. Ich weiß nicht, ob sie so neu ist, aber für mich ist das relativ neu. Und zwar heißt die Jamie at Home. Das ist eine Kochsendung von Jamie Oliver, den ich über alles liebe. Ich habe alle seine Kochbücher und ich finde den... Ja, den jungen Herrn total sympathisch, und Jamie at Home zeigt so ein bisschen, wie Jamie zu Hause kocht und wie er sein eigenes Gemüse erntet in seinem wundervollen Garten in England. Und mit seinem Gärtner hält er immer so ein bisschen Smalltalk und dann suchen die immer so ein bisschen Gemüse aus und dann machen die Pizza in so einer ganz tollen rustikalen Landküche. Es ist so alles so ein bisschen wie auf dem Bauernhof. Es wird viel über Gemüse erzählt und über Obst- und Gemüseanbau. Es geht um die Themen Einmachen, Ketchup selber machen, Pizza selber machen. Das Ganze findet draußen statt oder in so einer rustikalen, ja, Bauernhausküche, was ich total sympathisch finde. Und die Rezepte sind mal wieder der Knaller. Es ist nicht alles vegetarisch, aber es ist mir total egal. Ich gucke das super gerne trotzdem. Ich verlinke das mal in der Infobox, so 1-2 Sendungen von Jamie at Home. Es ist einfach sehr, sehr schön und ich finde, es ist sehr gut gemacht und die Bilder sind wirklich wunderschön und man denkt, wenn man das sieht, ach, es ist Frühling und herrlich und wow, und endlich kann man rausgehen und die Natur, und ich liebe diese Sendung. Also wenn ich das sehe, muss ich gestehen, ja, dann koche ich doch noch 5-mal lieber, gehe 5-mal lieber raus und gehe gleich auf den Wochenmarkt und kaufe mir alle Zutaten, um meiner Familie ein schönes Essen zu zaubern. Also ich bin ein großer Fan von dieser Jamie at Home, ja, Serie in Anführungsstrichen, und man kann wirklich von diesem jungen Koch eine Menge lernen. Also ich bin ganz begeistert von diesem, ja,
von Jamie Oliver einfach. Und wird vielen wahrscheinlich draußen genauso gehen. Er ist ja auch ein Kultkoch einfach. Aber guckt mal diese Sendung Jamie at Home. Vielleicht seid ihr genauso begeistert wie ich. Auf jeden Fall ein Favorit im März. Aber ich darf euch vorwarnen, vorsichtig. Nach 22 Uhr solltet ihr das nicht mehr gucken. Man bekommt wirklich Hunger. Man muss was im Hause haben, was man auch essen kann. Weil wenn ihr abends wirklich diese Sendung guckt, der kocht ja wirklich so gut, man kann es praktisch schon riechen. Deswegen also nicht zu spät am Abend diese Sendung gucken oder irgendwie schon eine Pizza im Hintergrund haben oder Nudeln nochmal aufsetzen und so. Das ist die Gefahr bei Kochsendung am Abend. Oder auch am frühen Morgen, das ist hart. Wenn man dann morgens vielleicht die Sendung mal guckt und denkt so, wow, es ist 8.30 Uhr und ich habe jetzt so Bock auf so eine riesen Pizza. Das ist nicht immer machbar. Deswegen also seid gewarnt. Ihr bekommt alle Hunger, wenn ihr das sehen könnt. Also wunderbar. Gut, genug geschwärmt von Jamie Oliver. Auf jeden Fall gehört er mit zu meinen März-Favoriten. Und ich würde sagen, das war es jetzt heute für den heutigen Tag. Und wenn du magst, sehen wir uns ganz, 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 ganz bald wieder. Mach dir noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.